Hallo, wenn ihr diesen leckeren Apfelkuchen machen möchtet, dann bleibt dran. Heute gibt es einen super leckeren Apfelkuchen mit Streuseln, wobei ich sagen muss, dass die Streuseln ein bisschen verlaufen ist von mir gewollt, denn ich finde es immer ein bisschen besser, wenn die nicht so krümelig sind. Der Kuchen hat einen dünnen Boden und viel Apfel, das ist genauso wie ich es gerne mag. Probiert es unbedingt mal aus, es würde mich mal interessieren, ob euch der Kuchen auch gefällt. Viel Spaß beim Zuschauen! Meine Kuchenform ist 23 x 23 cm groß. Für den kleinen Apfelstreuselkuchen nehmen wir ein Ei, 80 Gramm griechischer Joghurt, 50 ml Öl, 50 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, ein gestrichener Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, ein paar Tropfen Butter-Vanille-Aroma. Ich habe circa vier Äpfel habe ich geschnitten, geviertelt und halbiert und habe sie mit ein bisschen Zimt und Zucker bestreut. Für die Streusel benötigen wir 100 Gramm Butter, 100 Gramm Mehl und 50 Gramm Zucker. Der Apfelstreuselkuchen ist super lecker geworden. Probiert ihn unbedingt mal aus. Wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und mich unterstützen. Vielen Dank und tschüss bis zum nächsten Mal.